Mir hat's das Handy verrissen am letzten Tag. Richtig scheiße, gefällt mir gar nicht. Was geht ab, liebe Leute? Wir laufen jetzt zur Walking Street. Da suche ich mir jetzt einen Barbershop raus, weil mein Bart habe ich ein bisschen wuchern lassen, ne? Und ich fragte, ob ich filmen darf, und dann seht ihr das jetzt. Also war jetzt hier bei dem Barbershop mitten auf der Street und war da ziemlich gut hinbekommen. Und habe sogar noch eine Massage bekommen, rieche jetzt wie keine Ahnung was, habe schon ewig kein Aftershave mehr benutzt. Und jetzt gehen wir in den Biergarten und trinken was. Guten Morgen, liebe Leute, wir haben unser Zeug gepackt, waren gerade frühstücken, haben unsere geile Wohnung verlassen. Jetzt gehen wir nach Honbury oder Honbury, keine Ahnung wie man das ausspricht. Dann haben wir wieder eine schöne Wohnung und dann sieht man sich dort. So, wir sind jetzt angekommen, haben hier jetzt eigentlich eine richtig schicke Wohnung. Wir haben so eine kleine Couch hier. Felix. So eine kleine Sitzecke. Fernseher mit so einer Smartbox. Hier ist unser Bett und alles. Küche. Bad. Und auch einen kleinen Balkon. Und hier haben wir eigentlich einen richtig geilen Pool, aber können wir leider nicht benutzen, weil der gerade irgendwie außer Betrieb ist. Schade. Egal, jetzt chillen wir noch eine Runde und dann schauen wir mal, was wir machen. Ich weiß nicht, ob man mich hört, aber wir haben uns jetzt hier an den Strand gepimmelt. Der Ort hier ist nicht so touristenbeladen und hier ist eigentlich nichts auf Englisch. Gerade eben sind auch irgendwie 6 Leute hier da gestanden und haben uns irgendwie eine Menükarte gegeben und haben gewartet. Jetzt trinken wir ein Bierchen. Uns gefällt es hier, weil keine Touristen, mega gut. Und dann zeige ich euch jetzt mal den Strand. Was geht ab? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich zuletzt gefilmt habe. Das letzte Mal war, glaube ich, vor 3 Tagen. Wir waren eigentlich jetzt hier jeden Tag so in der Bar, haben mit den Einheimischen ein bisschen hier gefeiert, so ein paar neue Leute kennengelernt. War auf jeden Fall richtig witzig, aber irgendwie war es irgendwie nicht wert zu filmen, fand ich. Und wollte ich auch mal so ein bisschen chillen. Auf jeden Fall, die Leute schauen uns hier mega strange an. Also wir sind eigentlich hier so gut wie die einzigsten Weißen. Oder zumindest halt Ausländer. Das ist eigentlich ziemlich strange und die drehen sich auch jedes Mal um und lachen. Es ist aber ziemlich goldig eigentlich so. Und was haben wir noch gemacht? Eigentlich nur gechillt den ganzen Tag. Ja, auf jeden Fall in der Disco wird man beim Pinkeln massiert. Das ist sowas von strange. Das ist richtig. Ah, jetzt macht das Ding noch Lärm, Alter. Mann, Mann, Mann. So, hier ist es ruhiger. Auf jeden Fall wird man auf der Toilette massiert. Das ist so strange. Also für die Mädels, wir Jungs gehen zum Pissoir, stehen halt da, auf einmal kommt jemand und greift dir halt in den Nacken und massiert dich und knackt dich komplett durch. Das ist so mega strange. Aber irgendwie witzig, aber keine Ahnung. Ziemlich unangenehm. Ja, auf jeden Fall noch mal so ein paar kleine Infos. Ich fliege jetzt in 2 Tagen zurück nach Köln. Da werde ich Couchsurfing machen bei der Patricia. Und die hat mich eingeladen, für ein paar Tage nach Antwerpen mitzugehen. Richtig geil, also sehe ich nochmal ein schönes Land. Und dann gehen wir zurück nach Köln. Dann zeigt sie mir so schön die Stadt und alles. Und dann geht es schon Richtung Hamburg. Also macht euch auf was gespannt.
Guten Morgen! Mir hat das Handy verrissen am letzten Tag. Richtig scheiße, gefällt mir gar nicht. Jetzt kommt gleich mein Taxi. Jetzt tue ich mich gleich noch vom Felix verabschieden. Willst du noch was sagen? Nein. Nein. Falls ich wieder irgendwie mal nach Hamburg komme oder so, dann sieht man sich wieder. Und dann tschüss. Ich bin jetzt in Bangkok angekommen, jetzt suche ich mir einen Repair-Shop aus für mein Handy, weil ich brauche das Scheißding einfach, weil ich brauche meinen Wecker für morgen früh. Ich brauche das Ding für mein E-Ticket, für mein Flugticket halt. Und ich brauche es einfach. Ach ja, um Patrizia dann anzurufen, weil die will mich dann von der S-Bahn-Station abholen. Also ich hoffe, es liegt irgendwie nur am Akku oder keine Ahnung. Und die werden das sehr, sehr schnell reparieren. Richtig scheiß Nachricht, mein Handy hat es komplett verrissen, die haben gerade meinen Akku getestet, haben dir das Ding nochmal so extern irgendwie an Strom angeschlossen, das Ding ist anscheinend richtig futsch. Jetzt habe ich gerade Geld abgehoben und kaufe mir jetzt ein neues Handy für 50 Euro. Juhu, richtig unnötig, Mann. Mein neues Smartphone von der Firma AIS, keine Ahnung was das ist, hat nur 50 Euro gekostet. Gott sei Dank sind die Dinger hier so billig. Ich versuche das auch wieder in Deutschland für 50 Euro zu verkaufen, von daher mal schauen. Jetzt gehe ich zurück ins Hostel und lade mir erstmal alle Apps wieder runter. So, habe jetzt alles im Handy eingestellt. Gott sei Dank. Ich hoffe, alles wird richtig funktionieren. Ah, habe ich schon erzählt. Meine Schuhe wurden auch geklaut, deswegen muss ich jetzt Flipflops nach Deutschland gehen. Muss da erstmal in H&M oder so gehen und erstmal neue Schuhe kaufen. Ich habe echt Glück. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Und man sieht sich in der nächsten.